Im Rahmen unseres gesellschaftlichen Engagements engagieren wir uns schon sehr lange für den Girls Day, wo wir aktiv sind und junge Kids zwischen 10 und 14 Jahren hier zu uns in den Samsung Showcase nach Frankfurt oder auch in unser Samsung Haus nach Schwalbach im Taunus einladen. Der Girls Day bei Samsung bietet für die Mädchen den perfekten Einblick in die vielen verschiedenen Berufswelten, die wir anbieten, aber auch in unsere Produkte und einfach die Sensibilisierung für Tech-Berufe und Tech-Studiengänge. Wir möchten einfach gerne diverse Teams haben im Unternehmen. Wir haben schon viele Frauen, auch in Führungspositionen, und möchten einfach gerne noch mehr Frauen für das Unternehmen begeistern, weil insbesondere in der Tech-Branche Frauen häufiger auch mal unterrepräsentiert sind. Wir bei Samsung nutzen diese Chance einfach, um die Mädchen zu sensibilisieren, nach ihren Stärken und Leidenschaften zu gehen und durch gerade das Speed-Dating zum Beispiel mit den Frauen, die bei Samsung arbeiten, einfach Einblicke in verschiedene Lebenswege zu bekommen, sich inspirieren zu lassen und dadurch einfach Vorbilder zu generieren, die sie vielleicht sonst nicht hätten. Ich finde es eine ganz tolle Initiative, ich finde es eine spannende Sache und man sieht ja auch, dass das auch so dankbar angenommen wird von den Mädels. Das Feedback, was wir heute erhalten haben, war durchweg positiv. Alle Kids waren begeistert, ob es der Coding-Workshop war, ob es die Speed-Datings war. Wir hatten den Service-Part mit drin, wo die Kids einfach mal auch ein Handy auseinanderbauen konnten. Und allein der Rundgang im Samsung Showcase war natürlich nochmal enorm schön, auch für die Kids die Produktvielfalt von Samsung zu sehen. Samsung hat echt coole Produkte und der Tag war heute auch echt gut. Man bekommt viel mit und dann weiß man auch mal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich fand es sehr interessant, als wir hier durch das Showcase geführt wurden. Ich fand es halt auch toll zu sehen, wie es so hinter den Kulissen quasi ist. Es ist halt sehr spannend, so viel zu sehen, was da alles in dem Handy drin ist. Ich mag Samsung so generell, also ich finde es ganz cool heute.